Ja, angekommen an unseren Pilzstellen. Ihr seht, ich mache ab und zu am Abend eine Fahrradrunde und im Moment auch. Da habe ich natürlich im Moment hier nicht unbedingt viele Schopfdindlinge gesehen. Einen kleinen. Aber wir hatten eine tolle Mahlzeit und das ist Grund genug, sich mal mit den Vital- und den Heilpilzwirkungen dieses Heilpilzes, richtig gehört, zu befassen. Und der hat erstaunliche Wirkungen und ich möchte euch so ein bisschen mehr erzählen darüber, was man so in seiner Pfanne hat, was man so isst, für was es gut ist. Und glaubt mir, hättet ihr es gewusst? Vielleicht einige, aber nicht alle. Also lernt doch mal das ein oder andere über Pilze, denn ich denke, das gehört auch dazu. Ja, wen mehr die Pilztouren interessieren, schaut die Pilztouren. Wen mehr die Inhaltsstoffe interessieren, willkommen. Ich versuche ein bisschen von allem was anzubieten. Für die, die sich gerne entspannen wollen, Ruhe im Wald. Für die, die mehr oder weniger mal sich für Heilkräuter interessieren oder kochen, gibt es eigene Playlists. Aber für die, die heute mal so ein bisschen mit mir die Welt der Heilpilze untersuchen wollen, nämlich hier des Schopftindlings, dann gucken wir mal, was ist dran am Schopftindling. Pilzfreunde, und heute geht es um den Schopftindling. Es ist früh im Jahr, aber man kann sehen, Schopftindlinge, die kommen natürlich von April bis weit in den Herbst. Also hier gern sehen wir sie im Juni, gern nach Regenfällen. Und nichtsdestotrotz, wir nehmen die hier zum Anlass und wollen ihn uns heute mal näher anschauen. Also, der Schopftindling. Englisch ist er natürlich auch bekannt, also der ist in ganz Europa verbreitet, Jackie Maine. Nicht? Und das ist natürlich ein wunderbarer Speisepilz, Cropinus chromatus. Ja, und was interessant ist am Schopftindling, und deswegen möchte ich euch jetzt auch ein bisschen näher was erklären, dass das eigentlich ein Vitalpilz ist. Und das haben vielleicht nicht alle Pilzfreunde so ganz auf dem Radar, und deswegen wollen wir uns heute mal ein bisschen mit dem Schopftindling befassen. Also, ich habe schon gesagt, in der Regel sehen wir ihn auf Wiesen, auf Wegrändern, gerne da, wo es richtig schottrig ist, als Folgezersetzer und gern auch in größeren Mengen, in Gruppen, teils sogar in Massen auftreten. Was mich natürlich wahnsinnig freut, denn es ist mein Lieblingspilz in der Pfanne. Er wächst, wenn die Bedingungen passen, richtig schnell, also in 1-2 Tagen und muss richtig rein weiß, also jung sein, um als Speisepilz in Frage zu kommen. Leider ist es nun so, dass der Pilz sich äußerst schnell zersetzt, schon nach einem Tag oder 2 Tage. Dann werden die Pilzhüte ja durch Autolyse richtig schwarz und dann tropft das Sporenpulver mit einer Flüssigkeit herunter und wird dann so tintenartig schwarz. Und daher rührt auch der Name Schopftindling. Und in dieser Flüssigkeit sind dann auch die reifen Sporen. Übrigens, wer ein Hochbeet hat, wer zum Beispiel aber auch Blumenkübel hat, die richtig feucht sind, mit Blumenerde, also viel organischem Material, einfach mal einen vergorenen, beziehungsweise vergangenen, vielmehr, vergoren ist ja falsch, drauf machen und drauflegen, die wachsen bei uns im Hochbeet. Also, das ist eine tolle Sache, da kann man das beobachten, muss ich vielleicht mal machen. Ja, für was ist er denn in der medizinischen Wirkung bekannt? Jetzt kommt wie immer zuerst einmal die Eigenschaften, die man mehr aus der traditionellen Heilkunde kennt. Später schauen wir weiter in die wirklichen Belege, in die Studien und in die Substanzen hinein. Aber jetzt gucken wir erstmal in die traditionelle Anwendung. Blutdruck senkend, angenehm. Das ist allerdings ein bisschen weniger belegt, aber Blutzucker senkend ist belegt. Antioxidativ, das sehen wir fast bei den meisten Heilpilzen. Die Tumorhemmwirkungen bei Brust- und Prostatakrebsen wurden zumindest an In-vitro-Studien belegt. Verdauungsfördernd. Gegen Hämorrhoiden, da kommen wir später dazu, entzündungshemmend, antibakteriell und immunmodulierend oder immunstimulierend. Nun, was das jetzt im Genauen heißen soll, aber da ein bisschen später im Video oder im Teil 2, sonst sprengt es den Rahmen. Also gucken wir zuerst mal ein bisschen in die Historie dieses schönen Pilzes. Und ich finde ihn echt schön, muss ich nochmal sagen. In China ist er ein gesundes Lebensmittel, der wirklich in riesigen Mengen verzehrt wird. Und daher kommen im Wesentlichen auch die Anwendungsbeobachtungen. Und da hat man eben ihn hauptsächlich eingesetzt bei Verstopfung oder auch zur Behandlung von Hämorrhoiden. Nur das kommt natürlich mal einfach daher, da er eben verdauungsregulierend wirkt. Und wenn man natürlich weiß, dass die Chitin-Grundsubstanz des Pilzes, also aus den Monomeren zusammengesetzt, eben hier dem 1,3-Glucosaminoglucan, was dann in der eine unverdauliche Substanz bildet, ist klar. Ballaststoff bindet die Fette, bindet Wasser und alles, was, sagen wir mal, den Stuhlgang etwas weicher macht, ist natürlich für eine Hämorrhoidenbehandlung angenehm, nicht? Weil das ist ja ganz klar. Aber wollen wir nicht so auf die medizinischen Details eingehen, da verfaselt sich der Apotheker gerne. Wir wollen uns über Pilze unterhalten. Gut, also
Ich habe schon gesagt, verdauungsregulierend gilt für die meisten Pilze und eben auch Hemmung hier auf die Bindegewebstumoren verschiedener Arten und Weisen. Ja, es gibt Untersuchungen eben auch hier, dass hormonabhängige Tumoren insbesondere hier positiv beeinflusst werden, also im Sinne von gehemmt. Und eben, das trifft ganz klar auf die Brustkrebstumoren zu, weil eben ein Teil des Brustkrebses, wie ihr ja sicher wisst, hormonabhängig, eben östrogenabhängig sein kann, nicht zwangsläufig muss. Aber auch hier, vielleicht nicht in die Tiefen der Pharmazie so sehr. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mich gern anschreiben. Kann ich auch was zu schreiben. Gut. Verschiedene Versuche an Zelllinien wurden auch gemacht, also zum Beispiel verschiedene Sarkomen, also Krebszelllinien hier. Und da wurden die Zelllinien 180 verwendet und ehrlich. Und man hat deutliche Hemmwirkungen zeigen können. Da gibt es japanische Studien schon aus Mitte der 70er Jahren. Und wesentlich ist dann auch hier die immunstabilisierende Wirkung, die entzündungshemmende Wirkung und eben auch die antibakterielle Wirkung. Und das sehen wir auch bei vielen Heilpilzen. Das hängt eben auch ganz einfach an den Beta-D-Glucanen, die natürlich auch hier wieder enthalten sind. Also Pilze essen im Generellen ist eine gesunde Geschichte. Aber jetzt mal nochmal spezifisch zurück zu unserem Freund, unserem leckeren Schopftintling. Von besonderer Bedeutung ist natürlich die blutzuckersenkende Wirkung, insbesondere bei Diabetes Typ 1, also bei dem, der entsprechend durch den Untergang der entsprechenden Pankreaszellen hervorgerufen wurde, also durch die Beta- oder Langerhanschenzellen, oder eben auch den typischen Typ 2 Diabetes, der eben auch Altersdiabetes genannt wird. Mit anderen Worten, hier gibt es verschiedene Einschätzungen hier aus dem Jahr 2018, neuere Studien, die eben in Fütterungsexperimenten an Ratten durchgeführt wurden. Natürlich kann man das logischerweise am Menschen relativ schlecht machen, aber an Tierversuchen kann man das ganz gut zeigen. Und es gibt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Publikationen zum Thema, dass eben auch dieser blutzuckersenkende Effekt richtig nachweisbar ist und eben durch die Anreicherung der Pilze mit dem Spurenelement Vanadium wahrscheinlich zusammenhängt. Also da gibt es Studien von Hahn aus dem Jahr 2006, die da zeigen, dass der Pilz eben hier spezifisch Vanadium anreichern kann, was ein wesentliches Teil, ja, sozusagen des Enzymbestandteils hier ist, und demzufolge gibt es ja viele, viele Enzyme, nicht, und viele, viele Es ist genregulierende Ostern und das ja, ist mein Bestandteile, persönliches die Osterei. dem Insuline verspalten, spleißen, dann am Ende die Propeptide, das Peptid C zum Proinsulin, später zum Insulin umfalten und so weiter und so fort. Gehen wir mal nicht auf die ganzen pharmazeutischen Schmankerl ein. Letzten Endes braucht es eben dafür gewisse Mineralien und Spurenelemente, um die körpereigenen Enzyme und Vorgänge sozusagen ja mit am Laufen zu halten oder überhaupt zu supporten. Und da gibt es ganz selten eben auch sowas wie das Vanadium, was hier einen positiven Einfluss hat. Ja. Bisher gibt es praktisch bei der Anwendung des Pilzes oder auch bei diesen Fütterungsexperimenten keine Nebenwirkungen, die gesehen wurden. Also insbesondere auch bei hohen Blutzuckerwerten wird eben empfohlen, sogar Schopftintlinge regelmäßig zu sich zu nehmen. Was natürlich dem Pilzsammler freut, eine leckere Sache. Man kann sie allerdings natürlich aufgrund der Verderblichkeit nicht kaufen, ne? Da hilft nur raus in den Wald und Pilze sammeln. Kommt mir sehr gelegen. Ja, es gibt natürlich auch dann die entsprechenden zubereiteten Extrakte und Pulver, die aus wässrigen Extrakten, nicht beachten bitte, gewonnen werden. Und man kann sowas natürlich theoretisch auch im einschlägigen Fachhandel beziehen, wovon ich als Apotheker allerdings wieder abraten muss. Ganz einfach deswegen, weil diese Extrakte oft nicht standardisiert oder nicht einheitlich standardisiert werden und deren Anwendung am Menschen natürlich nicht durch Studien belegt ist. Hat also den Status dann eines Nahrungsergänzungsmittels, und sowas ist natürlich aufgrund natürlich meiner beruflichen, sag mal, Approbation etwas, wo ich sagen muss, das darf ich euch so nicht empfehlen. Es ist so, dass bei großen Mengen, wenn man diese Schopftintlinge zu sich nimmt, theoretisch eine Schwarzfärbung des Stuhls auftreten kann. Das hat einfach was mit der Autolyse und der Zersetzung des Pilzes zu tun, ist aber völlig harmlos und unbedenklich. Aber so viel muss man erst mal finden. Ich freue mich über jeden und ich bin wirklich ein großer Fan. Ja, jetzt schauen wir mal in die Welt sozusagen der Inhaltsstoffe, und ich versuche mich nicht ganz so zu verkünsteln. Wenn es mehr Interessen gibt oder ihr wollt richtig tief einsteigen, lasst mich das wissen. Aber ich glaube, es sprengt sonst vielleicht das ein oder andere, ja, den Rahmen hier.
Wichtig sind natürlich alle essentiellen, also vom Körper nicht herstellbaren Aminosäuren, die da im Schopftintling durchaus häufig sind, und Kohlenhydrate, die mit etwa 5% zu Buche schlagen. Das ist eher untergeordnet. Also wir haben es mit den meisten, ich habe es schon erwähnt, Ballaststoffen zu tun, also nichtsdestotrotz, also unverdauliche Ballaststoffe, die aus den Chitin-Grundkörpern des Pilzes selber bestehen und eben die trotzdem eine ganze Menge medizinische, verschiedene andere Inhaltsstoffe mitbinden. Da wären zum Beispiel die Fugogalaktane zu nennen, das sind ganz langkettige Zuckerverbindungen, die zum Kohlenhydratanteil des Pilzes mitzählen. Also es ist nicht nur irgendwie Zucker im herkömmlichen Sinne, sondern es gibt ganz viele verschiedene Zucker, wie ihr ja wisst, und unter anderem eben auch viele Verbindungen mit Zuckern, und die sind hier reichlich enthalten. Ja, 1% des Pilzes besteht aus Mineralien, da wäre Eisen zu nennen, Kalium, Magnesium, also alles Calcium natürlich, erwähnenswerte Elemente, die wir brauchen. Aber ich habe es schon erwähnt, er enthält wichtige Spurenelemente, da zu nennen Zink, Mangan, Kupfer. Aber eben auch unter anderem Vanadium, was durchaus selten ist. An Vitaminen sind die Vitamine natürlich zu nennen C. Und das ist bei Pilzen gar nicht so extrem häufig, dass sie in größeren Mengen vorkommen. B1, das ist schon häufiger, also das Thiamin, B2 ist das Riboflavin, B3 das Niacin. Die meisten kennen das vielleicht aus verschiedenen Vitamin-B-Präparaten, die man zum Beispiel einnimmt für Förderung des Leberstoffwechsels, aber eben auch für verschiedene Haar- oder Hautkrankheitsbilder. Oder sei es einfach nur zur Supplementation, also zur Ergänzung. Man kann also mit etwa 100 Gramm frischen Pilzen den Tagesbedarf der 3 B-Vitamine decken. Das ist, sagen wir mal, 2 Hände voll. Und das ist vielleicht für Vegetarier interessant. Also Pilzsammler von euch, die Vegetarier sind, und ich neige dazu auch, mich überwiegend pflanzlich zu ernähren, die sind da genau an der richtigen Adresse. Schopftintlinge sind einer der wenigen Pilze, ich habe es schon erwähnt, die Vitamin C in erwähnbaren Mengen enthalten und herstellen. Das ist eher seltener der Fall. Schopftintlinge enthalten außerdem sogenanntes Ergothionin, also 60 bis etwa 400 Milligramm pro Kilo in Trockenmasse, also das ist in geringen Mengen gewisserweise enthalten, aber eben eine spezielle und schwefelhaltige Aminosäure, die sonst wesentlich mehr in Pflanzen vorkommt, also zu nennen mal Paprika, Brokkoli, und das ist mal ein interessanter Pilzfakt, finde ich. Ja, im menschlichen Körper kommt sie besonders dann im roten Blutkörperchen vor, aber auch in Leber und in der Niere. Und demzufolge kann sie vom Körper auch nicht selber gebildet werden, muss also mit der Nahrung aufgenommen werden, wo uns der Schopftintling nebst anderen gute Dienste leistet. Also offensichtlich ist der Schopftintling eben auch weiterhin mit Substanzen versehen, insbesondere eben auch mit verschiedenen solchen Aminosäuren, die als Radikalfänger dienen, oxidativen Stress vorbeugen, demzufolge daraus einhergehend Erbgutschädigung und potenziellen Krebserkrankungen. Im Herz-Kreislauf-System ist es natürlich ebenfalls wichtig, diese nette Aminosäure für das reibungslose Funktionieren des Immunsystems ebenso. Also wir haben im Jahr 2010 auch von verschiedenen anderen Forschern, nämlich Ding zu nennen, das sogenannte Comatin isoliert in einer Studie sozusagen erhalten. Also das hier, wen es interessiert, ist eben ein 4,5-Dihydroxy-2 mit Oxybenzaldehyd. Also eine relativ einfache chemische Verbindung, die im Schopftintling vorkommt. Und da wäre nochmal der Name zu nennen, nicht Coprinus und dann Comatus. Und da hätten wir das Comatin. Hätten wir schon mal was zur Namensgebung. Ja, im Tierreich hat diese Verbindung sowohl den Blutzuckerspiegel senken können, als auch Blutcholesterinwerte und Triglyceridwerte, also ganz interessant, das Comatin, eine einfache chemische Verbindung, die erhebliche Effekte hat in dieser Richtung. Und wer weiß, wenn man es mit Diabetes zu tun hat, der weiß, dass auf Triglyceridwerte, also die Fettwerte, Cholesterinwerte, aber eben auch Blutdruckwerte und Blutzuckerwerte aus dem Gleichgewicht geraten, was eben auch metabolisches Syndrom oft genannt wird. Und hier hat eben der Schopftintling auf viele dieser Ansatzpunkte eine sehr positive Wirkung. Und das ist natürlich mal was, was ich persönlich sehr bemerkenswert finde. Ja, weitere Inhaltsstoffe oder Drogen, da nicht wundern, Apotheker sprechen immer von Drogen, heißt überhaupt nichts, was mit Drogen zu tun hat, nennt halt alle Inhaltsstoffe oder pflanzlichen Zubereitungen so. Nun gut, aber hier haben wir auch noch das Coprin zum Beispiel drin, anders aber als dem Faltentintling, wo das ursprünglich mit seiner Giftwirkung insbesondere im Zusammenhang mit Alkohol beschrieben wurde, weist der Schopftintling Mengen auf, die irgendwo um die 10 Milligramm pro Kilogramm Frischpilz liegen oder teils auch darunter. Natürlich ist das sehr variabel, aber das bedeutet unterm Strich, dass die erheblich unter den Werten der Faltentintlinge liegen, die weit mal Faktor 10 höher liegen, und demzufolge wurde auch hier noch keine Vergiftung mit dem Coprin-Syndrom, auch nicht im Zusammenhang von Alkohol, beschrieben.
Ja, es gibt verschiedene Forschungsgruppen, die sich eben auch mit anderen Inhaltsstoffen beschäftigen. Und ich habe schon gesagt, Lovastatin, nicht, ist da ebenfalls enthalten. Wir kennen das Lovastatin oder überhaupt die Statinverbindungen auch aus den Winterpilzen, genau gesagt hier, die Austernseitlinge, aber eben auch die Lungenseitlinge. Und das ist praktisch ein Inhaltsstoff, der auch als Medikament, also als Gruppe der Statine gibt es verschiedene, nicht Pravastatin, Lovastatin, Simvastatin und so weiter, sozusagen vermarktet werden. Und zwar eben als Cholesterinsenker. Ein riesiges Umsatzpotenzial und natürlich eine stark wirksame Substanz, die aus den Pilzen stammt. Auch im Schopftintling wurde das Lovastatin nachgewiesen. Ja, teilweise sind die Mengen natürlich erheblich unterschiedlich. Also wir finden da Angaben irgendwo von 1 bis aber auch 100 Milligramm pro Kilo Trockenmasse. Also man muss das einfach mal realistisch betrachten. Bei den pharmazeutischen Dosierungen ist da kein wirklich dauerhafter und extrem ja, anhaltender Effekt, aber ein möglicher pharmakologischer Effekt schon vorstellbar. Also Lovastatin und andere Statine, wie ich schon gesagt habe, senken den Cholesterinspiegel, werden pharmazeutisch verwendet und wir sehen das insbesondere eben, wer das anwenden will, in den Pilzen, also den Seitlingen. Also da wird zu nennen der Lungenseitling jetzt im Sommer bald, der auftaucht in großen Mengen, aber eben natürlich im Winter der Austernpilz. Ja, dann gibt es verschiedene andere Studien, die zum Beispiel eben auch Foran-Derivate nachweisen konnten. Da wäre Luo zu nennen aus dem Jahr 2007, die praktisch im Myzel des Pilzes, also nicht direkt im Fruchtkörper, hier winzige Fadenwürmer gefunden haben, die vom Pilz verdaut werden. Also, die Fadenwürmer oder auch Nematoden genannt, die sind überall und das ist überhaupt kein Thema. Aber interessant ist, dass der Schopftintling ein Fleischfresser ist, genauso wie der Austernseitling und etwa ja, ein Dutzend andere Pilze, die eben in der Lage sind, diese Nematoden, diese kleinen Würmerchen anzulocken und eben ihren Schlingen der Hyphen des Myzels zu verdauen. Und dann muss man auch noch sagen, abschließend vielleicht, es gibt noch die Lektine, die in den Pilzen enthalten sind. Lektine sind Eiweißverbindungen und die haben eine ganze Reihe mögliche physiologische Wirkungen. Also da gibt es Studien aus dem Jahr 2006 und da kann man an verschiedenen Zellkulturen nachweisen, dass praktisch diese Lektine an entsprechende Rezeptoren, an Zellhüllen binden können und chemische Reaktionen hervorrufen. Nicht funktioniert ja letzten Endes alles einfach so, dass wir Zellen haben, die an ihrer Oberfläche Rezeptoren haben, die eben präsentiert werden, wo körpereigene Stoffe, aber eben auch körperfremde Stoffe, die dieselbe ja, räumliche Struktur besitzen, andocken können und pharmakologische Wirkungen hervorrufen können. Und es gibt eben hier Anzeichen dafür, dass sie eben hier antiandrogen stimulierende Wirkungen haben, also an den antiandrogen Wirkungen besitzen, an hormonabhängigen Tumoren also eine Wirkung entfalten können. Da wären zu nennen, ich habe schon gesagt, Prostata, aber eben auch Brustkrebs, also eben dadurch, dass sie diese Hormonrezeptoren blockieren, entsprechend hier einen positiven Effekt haben, diese Krebsarten einzudämmen oder deren Wiederauftreten zu vermindern. Ja, das Wachstum von diesen hormonabhängigen Tumoren, Achtung, es gibt auch hormonunabhängige Tumoren, das ist allein ein riesiges Thema, aber nehmen wir jetzt mal diese spezifische Subklasse, die ist eben extrem an das Vorhandensein der körpereigenen Östrogene und Testosteronhormone gebunden, nicht Prostata, Testosteron, Mann, klar, Östrogen, Brustkrebs, Frau. Und hier kann es eben natürlich sein, dass solche Lektine diese pharmakologischen Wirkungen der körpereigenen Hormone unterdrücken, die Hormonrezeptoren blockiert und somit einen positiven Effekt hier auch diese Inhaltsstoffe, also die Lektine des Schopftintlings, auf diese Krebsarten haben, im Sinne von, dass eben hier längere Rekonvaleszenzzeiten oder eben längere Zeiten ohne Wiederauftreten der Erkrankung ermöglicht werden. Denkt dran, es gibt das zum Beispiel natürlich auch pharmakologisch, ne? Tamoxifen bei Brustkrebs, der eben hormonabhängig ist, werden Frauen in der Regel 5 Jahre oder auch länger behandelt, um eben hier eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Wie immer, Schulmedizin zuerst, das sind mehr interessante pharmakologische Pilzfakten, allerdings von einer alleinigen oder ausschließlichen Behandlung muss man definitiv und unbedingt absehen, das gehört in die Hände der entsprechenden Pharmakologen und der ärztlichen Kollegen. Nichtsdestotrotz, interessant, mal über diese Fakten, aber mehr von der wissenschaftlich interessanten Seite zu sprechen oder vielleicht auch eine naturmedizinische oder naturheilkundliche Unterstützung sozusagen hier durch das Essen solcher Pilze, wenn man sie findet und kennt, in Betracht zu ziehen. Jetzt gucken wir uns mal an, was machen wir damit in der Küche. Ich habe schon gesagt, so ein Schopftintling, der muss an dem Tag, wo man ihn findet, gegessen oder gesammelt und gegessen werden. Er heißt auch Spargelpilz, nicht? Ich habe dazu ein Bestimmungsvideo gemacht. Wer sich nicht ganz sicher ist, schaut vielleicht auch mal das Bestimmungsvideo in der Playlist Pilze bestimmen an.
Und das ist eben deswegen so, weil er eben wie ein Spargel schnell aus dem Boden schießt und weil er auch irgendwie ähnlich ist. Deswegen heißt er auch im Volksmund Spargelpilz. Außerdem kann man ihn gut blanchieren, man kann ihn sauer einlegen, wenn er noch klein und jung ist. Und die normale Zubereitungsart, wie ich sie mag, das ist einfach ein bisschen anbraten in Butter und in Öl, gar nicht lange auf kleiner Flamme, ein bisschen goldbraun. Und dann könnte man sie theoretisch einfrieren, aber so viele habe ich selten. Ich esse die dann schnell auf. Ja, man kann sie theoretisch trocknen, praktisch gesehen. In der Regel macht das bei diesen Pilzen allerdings relativ wenig Sinn. Man müsste sie wirklich sehr, sehr schonen. Es ist Ostern und das ist mein persönliches Osterei. Und das ist in der Regel nicht wirklich sinnvoll. Die entsprechenden Extrakte werden in der Regel nicht aus den Pilzfruchtkörpern, sondern eben aus Myzelkulturen gewonnen. Ja, ich habe schon gesagt, bei Verfahren hier, wenn man die Heilwirkung genau betrachtet, muss man sehen, dass man die Hitzeeinwirkung minimiert. Und das ist so im Prinzip im Alltag kaum durchführbar. Nichtsdestotrotz ist es interessant, über diese Fakten was zu wissen. Und ich habe schon gesagt, mit dem Mythos, dass diese Pilze und Alkohol sozusagen ein großes Problem darstellen, das ist nicht so, die Aussage ist widerlegt. Nichtsdestotrotz, der Pilz enthält Koprin, wenn auch nur in geringen Anzahl oder Menge. Und da sollte man aufpassen, dass diese Koprin, ja, Unverträglichkeit-Reaktion eben möglichst gar nicht erst provoziert wird. Also lasst den Alkohol einfach weg. Ich habe schon erwähnt, der wissenschaftliche Name ist interessant. Hier Coprinus comatus leitet sich vom Griechischen ab, nämlich von Kopros für Mist oder Dung und vom lateinischen Wort chromatus für behaart. Und der Inhaltsstoff ist eben nach Chromatus benannt, das Chromatin oder das Chromatin vielmehr. Und dann haben wir eben aber auch die Namensherkunft. Und in früheren Zeiten ist es eben so, dass man Tintlingsarten auch, die für den Verzehr weniger geeignet sind, zur Herstellung von Schreibtinte verwendet hat. Und hierzu hat man sie im Prinzip in ein Gefäß gelegt, so lange gewartet, bis sie flüssig geworden sind und hat das mit Gummi Arabicum oder anderen Sachen verdickt und hat dann eben hier Phenol oder Nelkenöl beigemischt, um die Haltbarkeit zu gewährleisten und dann hat man sie eben als Schreibtinte verwendet. Das ist echt interessant, dass man das so machen kann und man muss das wissen, man muss die entsprechend aufrühren, wer das mal probieren will. Die Inhaltsstoffe setzen sich auf den Boden ab, aber auch das ist eine wirklich interessante Sache bei diesem Pilz. Kann man auch einfach und schnell selber probieren. Also ihr könnt sehen, anstrengend ist es ein bisschen, das ist ganz klar. Ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend, aber vielleicht der ein oder andere neue kleine Hinweis, was ist an diesem wirklich tollen Pilz Besonderes, den habt ihr vielleicht mitnehmen können. Nun nehmt euch mit aus den Videos, was euch gefällt und vielleicht lasst ihr uns auch mal einen Daumen hoch da, denn das ist der Lohn für unsere Mühe und das freut mich ganz einfach und ist gleichzeitig Motivation. Schreibt mir gerne Kommentare, schreibt mir, was euch interessiert, das freut mich immer und ein bisschen Geduld. Ich antworte gerne, aber manchmal gibt es auch was anderes außer Pilze und wir versuchen, euch wirklich hier auch immer mit neuen Sachen aus dem Wald zu versorgen. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Ja, was vielleicht auch noch wirklich wissenswert ist, dass der Pilz sozusagen ein Jäger ist. Ich habe schon erwähnt, winzige Fadenwürmer, die werden gejagt. Und das ist interessant. Der Pilz kann sie also anlocken durch verschiedene Stoffe, dann tut er sie entsprechend lähmen und dann mit Dornen sozusagen in der Außenmembran, wie soll man das sagen, eindringen, nicht? Und da kommen dann die Giftstoffe hinzu und dann wird der Pilz eben hier mit seinem Myzel diese Nematoden verdauen. Und das ist ganz interessant, also innerhalb weniger Tage ist dieser Pilz wirklich ein Fleischfresser und tut eben hier nach Arbeiten von Hong, nicht, die aus dem Jahr 2004 stammen, zu den einigen Dutzend Arten gehören, von denen das nachgewiesen wurde. Ja, ich habe schon erwähnt, alle Tintlinge oder die meisten haben eben hier die Selbstzersetzung als Vorgang und da ist auch als Autolyse genannt oder wird so bezeichnet. Und das ist im Prinzip eine enzymatische Reaktion, nicht? Wenn ihr das beschleunigen wollt, kann man das machen, indem man das mit Wärme zum Beispiel macht. Also wenn die Pilze warm gelagert werden, dann geht das recht fix. Heißt mit anderen Worten, wenn ihr sammelt und wartet noch bis zum Abend ab in den Kühlschrank damit. Und dieser Autolyse- oder Selbstauflösungsprozess dient der Verbreitung der Sporen. Und dann entsprechend eben auch mit Insekten und dem Wind. Ja, was interessant ist, bei jungen Tintlingen sind die Lamellen nicht parallel zum Boden ausgerichtet, sondern annähernd vertikal. Und da die Sporen am Hutrand reifen, werden dann Teile, die von den Sporen bereits abgefallen sind, sozusagen weggeschleudert. Nicht? Und nach und nach ist es so, dass praktisch die Hutrichtung aufgelöst wird und der Hutrand sich dann umwölbt, also wie so umkrempelt, könnte man sagen, kann ich euch leider hier nicht zeigen. Und das führt dann dazu, dass auf diese Weise immer neue Lamellenbereiche mit dieser Außenseite ja mit dem Wind oder mit der Natur in Verbindung gebracht werden können.
und dann eben parallel zum Boden ausgerichtet neue Sporen freisetzen. Also dieser Pilz tut nach und nach seine Munition an Sporen, wenn man so will, in die Natur freisetzen, um viele neue Schopftintlinge zu unserer Freude zu generieren. So soll das ja auch sein. Ja, das ist natürlich in meinen Augen einer der wirklich richtig tollen Pilze, der richtig tollen Tintlinge, von denen es ja nicht so wahnsinnig viele essbare gibt. Aber das ist eine wirklich interessante Geschichte. Was man vielleicht wissen muss, dass auf einigen dieser Tintlingsarten eben auch auf dem Schopftintling sehr seltene Pilze, nämlich der parasitische Faserling, entsprechend parasitieren kann, also schmarotzen. Also wenn ihr Schopftintlinge seht, schaut mal, ob ihr kleine auffällige Pilze findet, dann könntet ihr vielleicht den parasitischen Faserling vor euch haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und das finde ich eben auch wirklich interessant. Bemerkenswert ist auch, dass dieser Faserling, der eben auf dem Tintling schmarotzt, die Autolyse, also die Selbstauflösung, sogar unterbinden kann. Also ihr seht, Pilze haben sehr perfide Arten und Weisen, miteinander aufeinander einzuwirken. Und das finde ich wirklich interessant. Gut, also, was lässt sich noch dazu sagen? Ich habe schon genannt, es gibt eine antibakterielle Wirkung. Hier weiß man, dass das Inhaltsstoff, das sogenannte Coprinol, praktisch in flüssigen Kulturmedium dieser Tintlinge isoliert werden konnte. Da gibt es Arbeiten vom Jahr 2001. Ihr wisst ja, man untersucht immer wieder neue Pilzinhaltsstoffe, um eben multiresistenten Bakterien auf die, ja, sagen wir mal, die Schliche zu kommen. Und interessanterweise hat eben dieses Coprinol auch eine Wirkung gegen multiresistente Gram-positive, also die Bakterien mit der dicken Zellwand, Bakterien. Und dann gibt es auch verschiedene andere Inhaltsstoffe, die eben auch nachgewiesen wurden. Da wäre das Copsin zu nennen. Das ist ein Polypeptid, nicht? Also aus einem verschiedenen Peptiden zusammengesetzt, aus einigen Aminosäuren bestehenden, ja, Naturstoff. Und der kommt eben auch im struppigen Tintling vor. Und das ist natürlich interessant. Diese können die Zellwandsynthese von Bakterien auf eine andere Art und Weise wie unsere gängigen Antibiotika hemmen, was wiederum möglicherweise ein Ansatzpunkt für die Wissenschaft ist, solche Inhaltsstoffe entweder zu züchten oder nachzubauen, um eben multiresistente Keime zu bekämpfen. Aber wie immer, das ist jetzt so ein bisschen aus der Welt der Grundlagenforschung. Ja, es gibt alle möglichen Informationen auch zum Thema Erbinformationen, die verglichen wurden, wo es Verwandtschaften gibt, der Tintlinge, also der Schopftintling, der Dungtintling, den habe ich mal gezeigt, nicht? Aber auch die der Champignons, da gibt es so eine verwandtschaftliche Beziehung untereinander. Aber abschließend geklärt ist das noch nicht. Was man vielleicht wissen muss, es gibt einige dokumentierte Fälle von Asthma oder Schnupfen, also im Prinzip allergische Reaktionen auf diese Schopftintlinge, was aber selten ist. Seltene Hautreizungen wurden beschrieben, die durch den direkten Pilzkontakt hervorgerufen werden. Also es gibt in der entsprechenden Datenbank hier der entsprechenden Informationsstellen aus dem Jahr 98 und 99 von Helbing und Fischer zwei größere Mitteilungen. Allerdings, ich habe noch nie irgendwas gemerkt. Ich möchte es der Vollständigkeit halber erwähnen. Interessant ist ein Fallreport, der eben auch beschrieben wurde, dass eine schwere Lungenentzündung hier entsprechend, die durch eine Aspergillus, also Schimmelpilzart, ausgelöst wurde, bei einem Leukämiepatienten, also einem Patienten mit Blutkrebs in Belgien, durch eben eine entsprechende ungeschlechtliche, also hier eine anamorphe Fruchtform, dann dieser Pilze, wenn man das so will, behandelt werden konnte. Nicht? Also die Pilzhyphen und eben insbesondere hier die Fortpflanzungsstrukturen, also die heißen Conidiophoren, können eben dann bei dem Patienten, der leider das Ganze nicht überstanden hat, oder konnten bei dem Patienten untersucht werden. Und was festgestellt wurde, dass eben solche Pilze unter anderem auch in der Lage sind, Menschen zu befallen. Das ist äußerst selten, dass es solche Befunde gibt und dass es solche Koinfektionen hier gibt zwischen Aspergillus, eben in spezifisch immungeschwächten Patienten, wo eben andere Pilze und eben auch hier dieser Pilz, also nicht der Schopftintling, sondern eben entsprechend hier eine Nebenfruchtform dieses Schopftintlings eben zu einem massiven Pilzbefall geführt hat. Gott. Aber ich denke, das sind jetzt wirklich ganz, ganz seltene und ganz wissenschaftlich interessante Fälle, die aber wirklich, wirklich Randnotizen sind und auch bleiben sollen. Ich wollte es aber mal einfach erwähnen. Ja, was vielleicht interessant ist, die Römer haben die weißen Pilze, nicht die Spargelpilze, auch schon als Fungi Candidi geschätzt, nicht? Also das heißt so viel wie Candida, nämlich lateinisch von glänzend oder eigentlich auch weiß. Und wegen des Wohlgeschmacks sozusagen hat man dann eben sogar angefangen, den Schopftintling in den 70er Jahren zu züchten.
Man kann die kultivieren, also ähnlich wie eine Champignon. Das funktioniert sogar gut. Das Ding ist halt, die sind relativ wenig haltbar und demzufolge auch nicht vermarktet und einfach ein Problem für den Gemüsefachhandel. Aber das ist natürlich nichtdestotrotz ein fantastischer Speisepilz. Ein Wort zum Standort, ich habe schon gesagt, nährstoffreich, nicht? Gedüngt, also alles, was andere Pilze nicht mögen, gern lehmig, aber eben auch Komposthaufen, Parks, Gärten, Wegränder, ich finde sie immer an Wegrändern. Da ist er ein Folgezersetzer, ein Saprobiont. Und den findet man gerne auf gestörten Böden, also da, wo Autos fahren, wo Harvester rumfahren, wo es eben wirklich Waldwege gibt, Forstgassen oder eben direkt an aufgeschotterten Wegrändern, da finde ich ihn am meisten. Gern an Straßen, da bitte stehen lassen, aufgrund möglicher Belastung mit Schwermetallen. Aber ich habe schon gesagt, von April bis Dezember ist dieser Pilz antreffbar, also es lohnt sich immer, auf dem Weg nach Hause am Weg mal genauer hinzuschauen. Und ich habe schon gesagt, die Beschreibung habe ich euch mit den Gattungsmerkmalen und Verwechslungspartnern in einem einzelnen und speziellen Video schon zur Verfügung gestellt auf dem Kanal. Schaut es euch vielleicht mal an, wenn euch das interessiert. Und wenn euch solche Videos, die vielleicht etwas schwerer verdaulich sind, das ist mir klar, auch interessieren, wäre ich dankbar für einen Daumen hoch, vielleicht auch für ein Abo. Empfehlt uns weiter, teilt die Videos und kommt mit vor allen Dingen auf unsere Exkursionen und Pilztouren und auf in den Wald. Habt Spaß, erholt euch. Ja, ich hoffe, euch gefallen auch diese kleinen Ausflüge in die Pilzwelt, in die Welt des Pilzwissens. Und bleibt uns doch gewogen, empfehlt uns weiter, teilt die Videos, lasst uns vielleicht einen Daumen hoch da oder eben ein Abo, wenn es euch interessiert. Ihr findet verschiedene Sachen, ihr findet Ruhe im Wald, da halte ich mal die Klappe, das muss auch sein. Ihr findet Pilzwissen, da könnt ihr mal ein bisschen hineinhorchen in die tieferen Welt der Pilze. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ihr findet, wenn man Pilze findet, ist das eins, die Rezepte, nicht? Wie essen wir unsere Pilze und was schmeckt eigentlich? Und ihr findet natürlich auch eine Menge zu Pilzen mit Kräutern, zu Wildkräutern und alle möglichen anderen Dinge rund um dieses Thema Natur. Also schaut doch mal vielleicht auf die Website rein, nicht unter www.unglaublicheschätze.de oder auch auf der Playlist bei YouTube findet ihr jede Menge Videos und vielleicht das ein oder andere, was euch interessiert. Also, ich gehe mal da in den Wald, mal gucken. Ich habe da so eine Idee, was wachsen könnte. Und da will ich jetzt mal nachschauen. Bis bald im Wald.